Minecraft mit Dirk Schulze 74. Hallo und willkommen heute zu einem Bucket-Tutorial. Ich wurde ja gebeten, darüber ein Tutorial machen, obwohl es auch schon sehr viele auf YouTube gibt. Und ja, da mache ich mal einen kurzen Abriss. Alles kann ich euch nicht erklären. Aber wie man den zum Laufen kriegt, das kann ich euch zeigen. Als erstes gehen wir hier auf diese Seite hier, die wird in der Videobeschreibung wieder verlinkt werden, auch die anderen Seiten von Command Interface, Bucket, Org, Job, Dev Bucket. Und dort sieht man hier eine Build History. Die Build History ist erstmal uninteressant und interessieren tut uns hier ein Recommend Build mit einem grünen Stern gekennzeichnet. Und da klicken wir drauf und diese benutzen wir. Die anderen, ich brauche sie jetzt nicht runterladen, ich habe sie schon runtergeladen. Die anderen sind zwar neuer und mit einigen Bugfix versehen, aber wird von vielen Plugins nicht unterstützt, noch nicht. Da kann es zum Beispiel passieren, dass einige Plugins nicht laufen. Da komme ich jetzt erstmal zu dem. Bucket ist im Prinzip nichts anderes als wie der Standardserver von Minecraft.net. Nur, dass man diesen Server mit Plugins erweitern kann. Was sind Plugins? Das ist so ähnlich wie die Mods in Minecraft. Nur, dass man die auf dem Server hat, also im Multiplayer. Nicht alles, was man im Singleplayer hat, kriegt man auch im Multiplayer. Warum das so ist? Weil es wahrscheinlich viel mehr Arbeit macht, ein Mod für einen Singleplayer, einen Multiplayer zu schreiben, als für einen Singleplayer. Auf alle Fälle nimmt man diesen sogenannten Recommend Build mit den grünen Sternen gekennzeichnet. Diesen habe ich hier mal runtergeladen. Und um diesen zu starten, brauchen wir unter Linux eine Bucket SH, ein Shell Script. Will ich euch gar nicht zeigen. Wir sind jetzt hier auf Windows. Unter Windows kann man eine Bucket Bat, Start Bat, wie auch immer ihr die nennt. Hauptsache, die hat hinten die Dateiendung Bat. Oder CMD muss sie haben. Und da schauen wir einfach mal in die BAT rein. Da steht dasselbe drin wie in der CMD. Und dort steht einfach drin Java. Da wird der Speicher angegeben, wie viel Speicher ich auf dem Rechner gebe. Und dann minus jar, Kraftbucket und dann wie die jar heißt, die wir starten wollen. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes wie wenn man mit der, auch bei der Minecraft, die Minecraft Jar startet. Nicht die im Updata roaming.minecraft Bean-Ordner, sondern die von diesem Launcher. Die meisten werden zwar die Exe benutzen, ich benutze hier aber auch die Jar, weil ich ja immer mal auf Linux oder so auch unterwegs bin. Und ja, hier steht 1024, das bedeutet, ihr habt 1 GB dem Server zugewiesen. Wenn ihr keine 4 GB Arbeitsspeicher in eurem Rechner habt, dann solltet ihr da weniger eintragen, also zum Beispiel 512. Ich könnte es hier auch noch 2048 eintragen, da mein Rechner hier 8 GB hat. Ich empfehle immer, ein Viertel des vorhandenen Arbeitsspeichers für den Server zu reservieren. Das wird euch beim sogenannten Lags helfen, beziehungsweise eben die Lags eher verhindern. Dann starten wir die mal. Wie man sieht, hier werden erstmal ein paar Warnings durchgegeben. Das liegt daran, weil die ganze Baumstruktur hier erstmal angelegt werden muss.
Und hier wird zum Beispiel eine Welt generiert. Gleichzeitig wird das Nether im Level 1 generiert. Level 0 ist die normale Welt. Level 1 ist die Nether World. Und Level 2 ist die End. Und da Bucket Multi-Word fähig ist, haben wir jetzt hier im Prinzip drei Welten. Die World, World Nether und World The End. So, den Server werden wir erstmal wieder beenden, indem wir einfach in der Konsole Stopp eingeben und Enter drücken. Das machen wir deshalb, weil wir jetzt zu den Einstellungen kommen. Die Plugins brauchen wir im Moment noch nicht. Wir fangen erstmal mit den Server Properties an. In den Server Properties kann ich den Nether zulassen, den Worldname einstellen, mal zusammenschieben hier. Der Worldname ist dieses Verzeichnis hier, wo unsere Welt drin ist. Hier, das kennt man im Save-Ordner vom Singleplayer, ist diese Struktur auch drin. Dazu kommt dann noch die DIM 1 und ja, die DIM 1, die DIM minus 1, ja, minus 1 und die DIM 1. Die liegen normalerweise in einem, ja, auf einem Server, auf einem Singleplayer, wenn man in die End gewesen ist, sieht das dann so aus. Die Region ist die normale Welt, DIM minus 1 ist Nether und die DIM 1 ist die End. Ja, und damit habe ich auch das schon erklärt, wie man zum Beispiel eine Singleplayer-Welt auf einem Minecraft-Server, einem Bucket-Server kriegt. Man muss einfach nur die ganzen Dateien hier aus der World übernehmen. Und da macht man hier diese Verzeichnisse alle leer, kopiert da überall rein und man hat seine ganze Singleplayer-Welt auf einen Bucket-Server gelegt. So einfach ist das. Als nächstes Alloflight. Das bedeutet, hier steht False. Wenn ihr fliegen wollt, müsst ihr das auf True stellen. Ansonsten werdet ihr ständig gekickt, wenn ihr fliegen wollt mit Summer Mod oder ja. Ausnahmen sind dann nachher die Plugins, die ihr installiert habt. Da kann man dann auch Flug-Plugins installieren, wie zum Beispiel Magic Carpenter oder Magic Carpent. Die sind davon nicht betroffen, auch wenn das auf Force steht. Aber der Summer Mod wird nur zugelassen, wenn ihr Alloflight auf True stellt. Das nächste kann ich nicht ganz genau erklären, was das ist, weiß ich selbst nicht. Serverport ist der Minecraft-Port, also der Standard-Minecraft-Port ist die 25565. Die müssen wir uns nachher merken, die braucht man nachher nochmal. Dann kommt Enable Aircon, das ist auch etwas, das gibt es bei einigen Spielen, dass man da zum Beispiel Skripte in der Konsole direkt an den Server senden kann und damit zum Beispiel cheaten kann. Wie das genau funktioniert, das steht noch nicht mal im Minecraft-Wiki. Jedenfalls habe ich darüber nichts gefunden. Einer der Entwickler vom Bucket hat auf der Webseite forumbucket.org hatte da ein paar Skripte veröffentlicht, die man da senden kann. Aber so richtig erschließt mich diese Sache nicht. Ich weiß nicht, was man damit richtig anstellen kann. Level Seed, da könnt ihr einen zum Beispiel beim Wort generieren hier, einen euch bekannten Seed eingeben, der, ja, das ist dann wie beim Singleplayer. Beim Erstellen einer Wort könnt ihr unter Wort Optionen ja auch einen Seed eingeben. Das ist hier genau dasselbe, Level Seed. Der Server IP bleibt auch leer. Außer ihr wollt einen
Server haben, der zum Beispiel im Internet steht, wie bei Nitrado, da ist ein Server-IP eingetragen, wo ihr euch direkt damit verbinden könnt. Whitelist ist eigentlich auch klar. Wenn ihr nur bestimmte Personen drauflassen wollt, müsst ihr hier Truhe stellen. Spawn Animals sind drinne. Der Online-Mode bedeutet, dass euer Klient sich erst einloggen muss und immer diesen aktuellen Skin, den ihr auf Minecraft.net hinterlegt habt, runterlädt. Wenn ihr euch egal ist, wie ihr in Minecraft aussieht und wie ihr heißt, dann könnt ihr das auch auf Force stellen. Oder wenn ihr euch auf dem Minecraft.net nicht einloggen könnt, könnt ihr das auch auf Force stellen. Seid euch aber dann darüber im Klaren, ihr seid da nicht euer Charakter, sondern ihr seid ein Spieler namens Player. Und dann heißen alle Spieler auch Player auf diesem Server. Das nächste ist PvP-Modus. Ich stell den immer auf Force. Dann kann niemand jemand anderen angreifen. Wenn ihr euch da dann in Kampfarenen gegenseitig verprügeln wollt, müsst ihr das auf True lassen. Difficulty ist dasselbe wie im Singleplayer. Difficulty 1 ist easy. 0 ist peaceful. 2 ist normal. Und 3 ist hart. Ich stelle jetzt hier mal auf 0, da wir nachher nicht auf den Server mit Monstern kämpfen wollen, sondern ich will euch ja das nur zeigen. Den Games Mode, 0 ist Survival, 1 ist Kreativmodus. Dann kann man maximale Player einstellen. Ob Monster spawnen sollen, das wollen wir jetzt auch nicht haben. Zumindest hier im Tutorial nicht, das könnt ihr dann euch einstellen, wie ihr wollt. Ja, Player bei einem 1 Gigabyte Server würde ich nicht mehr wie mit 4 Leuten spielen, also auf 4 stellen. Wenn ihr 5 seid, geht das vielleicht auch, aber seid euch bewusst, das kann etwas laggen. Die View-Distanz kann man auch unterstellen. Das bedeutet, wie viel Chance im auf euren Server geladen werden. Wenn man die View-Distanz etwas runterstellt, ja, dann hat der Server höhere Leistung. Aber es werden eben nicht so viele Chunks geladen. Im Minecraft-Server hier, Mod D, da kann man zum Beispiel eintragen, Dirks Minecraft-Server. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird angezeigt in diesem Modul, wo die ganzen Server drin sind. So, dann habe ich die Server Properties erklärt, die Bucket Butt erklärt. Kommen wir zu den Plugins. Ja, in diesem Bucket Ordner ist hier jetzt ein Ordner Plugins erschienen. Da habe ich hier mal ein paar Plugins runtergeladen, die ich euch kurz vorstelle, aber eben nicht alles anpassen kann, was eben da dazugehört. Als erstes im devbucket-server-mods kann man diese Mods finden. Hier hat man zum Beispiel die Dynamic Map, die LWC zum Chest Protecten, was für Public Server sehr nützlich ist. Ja, und hier hunderte, tausende von Plugins, die nicht alle aktuell sind. Aber da kann man zum Beispiel hier nach Essential suchen. Und da sind wir dann auch schon mal bei dem ersten. Sieht ein bisschen unaufgeräumt auf. Und hier haben wir zum Beispiel unseren Essential Plugin Ordner. Das haben wir dann die wichtigsten Sachen.
Es gibt noch welche im Bucket Forum unter Plugin Release. Die sind aber oftmals veraltet, da die Bucket-Leute selber empfehlen, den Server-Mod, die Server-Mods unter devbucket.org zu benutzen. Hier sind wir jetzt wieder auf derselben Seite, Essentials. Hier kann man die Essentials Core runterladen. Die muss man runterladen, wenn man Essentials haben will. Die Extras, was da drin ist, erschließt sich mich nicht. Da ist eine Geo-IP drin, was das ist, weiß ich nicht. Und der Group Manager ist was für sogenannte Permissions. Permissions sind das, was ihr euren Spielern erlauben wollt oder was ihr ihnen verbieten wollt. Also die Plugins zum Beispiel benutzen. Die Permissions von Essentials, die sind normalerweise, wenn ihr den Group Manager von Essentials benutzt, sind die schon in diesen Dateien schon eingetragen. Hier kann man unter Command Permissions noch einen Haufen Permissions sehen. Also man kann im Prinzip jeden Spieler einzelne Sachen von diesen Essentials erlauben oder verbieten. Als Admin hat man grundsätzlich alle Befehle. So, als nächstes Vault Edit. Dieses Plugin ist nötig, damit Vault Guard funktioniert. Vault Guard ist ein Hilfsplugin zum Protecten und um eure Häuser zum Beispiel vor Creepern zu schützen. Gegen Endermänner weiß ich nicht, ob es jetzt schon richtig funktioniert. Da habe ich immer noch einen anderen Schutz installiert, damit die Endermänner eure Welt nicht auseinanderbauen. Soll wohl aber jetzt auch mit WorldGuard gehen. So, und dann habe ich hier noch ein paar Fun-Plugins. Dynamic Map ist etwas, wo ihr euch eure Map im Webbrowser angucken könnt. Live, ihr seht, wo eure Spieler sind. Ihr könnt was sehen, was ihr gebaut habt. Kennt ihr sicherlich von offiziellen Nitrado-Servern. Nitrado bietet die Dynamic Map auch in der Art ungefähr an. Wie man sieht hier, sieht ein bisschen anders aus wie bei Nitrado. Im Prinzip so wie Google Maps. Das bietet dann, wenn ihr Dynamic Map als Plugin installiert, bietet euch der Bucket-Server im Prinzip eine Webseite an, wo ihr eure Welt sehen könnt. Als nächstes habe ich hier Safe Creeper. Das Ding ist experimentell, da es mit der neuesten Version noch nicht 100% funktioniert. Die benutze ich eigentlich nur, um diese Endermänner auszuschalten. Beziehungsweise nicht ausschalten, sondern Endermänner sind da. Aber das sogenannte Pick-up, also das Aufnehmen und Setzen von Blöcken, wird denen einfach mit diesem Plugin verboten. Die haben zwar dann auch Blöcke in der Hand, aber die klonen die Blöcke und wenn sie die setzen, werden die Blöcke nicht gesetzt, sondern verschwinden einfach aus der Welt wieder. Also ein sogenanntes Anti-Griefing-Tool für diese Endermänner. Man kann natürlich auch die Creeper-Explosion abschalten, aber das macht WorldGuard wesentlich besser. Dann kennt ihr vielleicht von meinem Let's Play den Mod Tree Captor. Und da habe ich hier, es gab einen Mod, der hieß Shop Tree. Der steht hier unter Bugs. Also Shop Trees, diesen Plugin sollte man nicht mit diesem gemeinsam auf einem Server verwenden. Ist ja eigentlich auch Quatsch, die beiden machen alle beide dasselbe. Nur dieser lässt sich hier wesentlich besser einstellen, da ich hier zum Beispiel mit einem Befehl dieses sogenannte, das Baumfällen einstellen kann. Ich kann zum Beispiel wenn ich den untersten Block wegschlage, den ganzen Baum zusammenfallen lassen mit Blätter. Ich kann ihn zusammenfallen lassen ohne die Blätter, dass die Blätter noch schweben, aber dann nachher decayen.
und so weiter. Da habe ich ein bisschen Kontrolle drüber. Auf alle Fälle wird damit No Floating Trees, also keine fliegenden Bäume erzeugt. Da ja der Baumstamm sich vollständig in ja, Collectible, also aufnehmbare Items, verwandelt. So, das sind erstmal die Plugins. Die habe ich hier runtergeladen. So, diese kommen in den Plugin-Ordner. Mache ich jetzt nicht, da ich hier schon einen Server vorbereitet habe, wo hier die ganzen Plugins drin sind. Den habe ich auch schon eingestellt und konfiguriert. Im Ordner Essentials, Dynamic Map und so weiter braucht ihr nichts tun. Auch Myad Ax braucht man nichts tun. Im Group Manager geht man unter die Vaults. Und dort steht Vault. Das ist unsere Welt, die wir hier generiert haben. Ja, wo habe ich sie denn jetzt? Er zeigte mir jetzt nicht an. Hier ist die Vault. Die Vault. Jedenfalls unter Vaults sind die drin. Und da habe ich einmal die Group YML. Die machen wir mal auf. Und da sind eure Gruppen drin. Also die Default, das sind normalerweise die, wenn man auf den Server kommt, ist man in der Default-Gruppe. Und da steht hier Build Files. Das heißt, niemand kann was abbauen und ja, kann im Prinzip nichts zerstören auf euren Servern. Dann gibt es die Gruppe Builder, Moderator und Admin. Hier stehen schon einige sogenannte Permissions drin, die vergeben werden. Permissions sind zum Beispiel, ja, habe ich jetzt hier sind die Permissions von Essential. Unter Vault Edit findet ihr die Permissions im Wiki. Steht hier Read Wiki, da geht er auf das Wiki. Und dort steht hier Permissions und da stehen die Permissions für Word Edit drin unter Main Page Permissions. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Ist ein bisschen durcheinander, aber das da findet ihr. WordGuard hat auch Permissions, ebenfalls im WordGuard Wiki. Und dort sind die Permissions unter List of Permissions. Da könnt ihr euch zum Beispiel zum Gott machen. Also unsterblich sein, healen, jemanden sich selber umbringen, slay und so weiter. Stop fire, wenn ihr brennt. Und diese Permissions könnt ihr hier eintragen. Unter der Gruppe, die das darf. Also zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel die Moderatoren dazu zum Beispiel die Regions erstellen lassen könnt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Permissions genau heißt, WordGuard.regions, glaube ich. Da müsst ihr das hier einfach eintragen. Unter Permissions, hier. So ähnlich, wie das hier oben eingetragen ist. Die nächste Datei ist die Users. Die Users, da stehen die Leute drin, die Admin sind. Das ist mein Username. Ich bin hier Admin auf dem Server. Dann, das sind die Standard, ist das Standard Admin, den können wir hier mal rausnehmen. Wenn ihr mehrere habt, könnt ihr hier mehrere eintragen, wie ich eben das gezeigt habe. Das ist mein zweiter User-Account. Den habe ich hier eingetragen unter Moderator. Kann ich euch zwar jetzt nicht zeigen. Den anderen Moderator nehmen wir noch raus hier. Und den letzten, den Groups Owner, also Eigner, den lassen wir mal drinnen. Können wir speichern. In die Groups kommen die Permissions rein. Unter User kommen die User rein, die eben in den einzelnen Gruppen drinnen sind. Hier könnt ihr zum Beispiel für bestimmte User noch zusätzliche Permissions freigeben.
Ja, mit den Permissions, da müsst ihr euch bei jemand anders fragen, wie das funktioniert. Ich habe da so richtig keine Ahnung. Denn den Leuten, mit denen ich auf meinem Server spiele, beziehungsweise gespielt habe, denen kann ich so weit vertrauen, dass ich den Admin-Rechte gebe und weiter nichts. Das nächste Plugin, ja, Myriad Axe, da kann man noch ein paar Properties einstellen, welche zum Beispiel, welche Äxte zum Beispiel diesen Baum denn auch fällen. Das müsst ihr euch da auf der Webseite mal durchlesen, kann ich euch dazu noch nicht sagen, weil ich diesen Mod noch nicht lange drauf habe. Save Creepers, da kann man in den Worts einzeln für jede Welt was einstellen. Aber global in der Config ist das wahrscheinlich einfacher. Ne, nicht in der Config. In der global wird das eingestellt. Dann haben wir hier zum Beispiel die Creeper Control, Fireballs Control. Fireballs sind die, die von den Ghasts geschossen werden. Denn was mit TNT passiert, da könnt ihr zum Beispiel TNT machen, dass TNT nicht mehr hochgeht. Kann man hier zum Beispiel auf Enable stehen, den TNT-Control. Immer wenn man hier oben das oberste auf Enable stellt, dann ist dieses Ding eingeschalten. Hier ist zum Beispiel eingestellt, dass der Creeper-Control ist eingeschalten. Destroy Vault ist false. Also er kann die Vault nicht zerstören. Und ja, Explosionssound und Smoke, also diese Explosionsanimation, wird angezeigt. Can spawn, also er kann kommen. Er kann auf sich auf den Spieler fokussieren. Auf andere Mobs, also zum Beispiel kann er auch zum Beispiel die Skeleton angreifen. Ja, Damage on Players. Also der Spieler bekommt Schaden. Damage on Mobs. Auch. Wenn er vom Blitz getroffen wird, ist auch zugelassen hier. Ja. Jedenfalls kann man da alles einstellen, exakt einstellen. Das kann man unter World Guard nachher noch auch anders einstellen. Und hier habe ich zum Beispiel den Enderman eingestellt. Hier ist zum Beispiel das Ding abgeschalten. Jetzt stelle ich das auf True. Und dann gebe ich zum Beispiel Can't place block. False. Er kann keinen Block setzen. Can't pick up block. Er kann keinen Block wegnehmen. Can clone block. True. Also er kann einen Block in die Hand nehmen. Also da laufen die nicht ohne Blöcke rum. Und so weiter. Das ist für den Enderman. Denn wie Fire sich verhalten soll, das mache ich eigentlich normalerweise alles unter WordGuard. Ja, wie ich das so sehe, kann man dieses Ding hier, Safe Creeper Control, eigentlich jetzt schon als WordGuard Ersatz benutzen. Das Einzige, was WordGuard noch kann, ist das sogenannte Protecten. Word Edit braucht man auch nichts einstellen. Da kann man zum Beispiel hier einstellen, mit welcher, ja, meistens ist die Holzaxt, wo man die Sachen markieren kann. Und unter Word Guard stellt man hier in den Welten unter Config genau ein, was die können. Hier ist das zum Beispiel nicht drin. Deswegen ist das hier unter Word Guard direkt global für alle Welten eingestellt. Und da sind wir schon in der sogenannten Word Guard Konfiguration. Da kann man zum Beispiel Physics einstellen. Physics, dass zum Beispiel Gravel und Sand auf einmal nicht mehr fallen. Ja, das Portal zulassen. Dann, dass man im Wasser keinen Schaden erleidet, also nicht ertrinken kann. Man kann hier unter WordGuard einiges einstellen. Zum Beispiel Sponge. Sponge ist der Schwamm, den man nur ersheaten kann. Oder im Kreativmodus hat man den, glaube ich, auch. Hier ist eingestellt, dass Redstone ihn nicht ein- und ausschalten kann. Dann ist der Enabled auf True.
Also Sponge funktioniert so wie im Classic-Modus auf diesem Server denn. Im Radius von 3x3 Feldern um diesen Block ist kein Wasser. Kann sich kein Wasserblock halten. Kann man benutzen zum Beispiel zum Tunnelbau. Ja, Feuer, das Feuer sich nicht ausbreiten kann. Lava kann sich nicht ausbreiten. Man kann zum Beispiel Lava zum Beispiel so machen, dass Lava nur die Quelle sieht. Alles andere, also Lava fließt dann überhaupt nicht mehr. Ist ein bisschen unrealistisch, muss man nicht einstellen. Kann man aber hier alles einstellen. Ja, was das alles noch weiter ist, zum Beispiel hier hat man auch Wetterkontrolle. Kann man einstellen, ob es überhaupt regnen soll oder ob der Regen komplett abgeschalten ist, ob es blitzen soll. Man sollte tunlichst vermeiden, keinen Regen einzustellen, aber die Blitze anlassen. Dann könnte einen die ganze Welt abfackeln, wenn man dann eben zum Beispiel vergessen hat, die Welt, ja, das Feuer sich ausbreiten kann. So, da sind wir mit den Plugins durch. Und ja, dann muss ich euch jetzt wahrscheinlich erstmal zeigen, dass man auf diesen Server auch joinen kann. Deswegen werden wir hier mal den Server starten. Der hat hier so ein hässliches Fenster, wie so eine alte DOS-Box. Hier steht auch die Command-Exe drin, weil eben die BAT-Datei in einer Command-Exe ausgeführt wird. Des Weiteren starte ich mal Minecraft, das braucht man nicht. Das ist wie gesagt auch eine BAT-Datei, die mir meinen Minecraft-Launcher startet. Und dann gehen wir hier rein. Unter Multiplayer. Und hier sind zum Beispiel schon zwei Server eingetragen. Der ist zum Beispiel nicht mehr online. Zombie kennt jeder. Hoffe ich zumindest. Und das ist von Minecraft Nico der Server. Könnt ihr ja mal besuchen. Ein 24-Slot-Server. Direct Connection trägt man hier einfach einmal Localhost, weil wir ja hier einen lokalen Server haben und gehen auf Join Server. Kann jetzt einen Moment dauern und wie man sieht, eine Schneewelt. Die habe ich mir auch gar nicht vorher angeguckt. Ja. Tiere sind hier. Ja, der muss jetzt hier dadurch, dass hier zweies läuft hier, also der Server und Minecraft, muss ja mehr Rechenleistung bringen. Fraps läuft auch noch im Hintergrund. Also der Rechner dürfte hier voll ausgelastet sein. Wie man sieht, da kommen schon die ersten Fehlermeldungen rein, da wir einige Sachen vergessen haben zu konfigurieren oder falsch zu konfigurieren. Ich wurde zum Beispiel hier in eine Welt abgesetzt und ja, und bin erstmal ein Stückchen den Boden runtergefallen. Da ich aber hier auf Peaceful bin, hat sich das schon wieder regeneriert. Aber wie man sieht, man kann joinen. Wenn man hier mit T die Konsole aufruft und hier Help eingibt, also nicht Help, sondern Slash Help, dann bekommt man hier die ganzen Seiten 1 von 29. Das ist vom Essential Plugin. Und wenn man jetzt Help 2 eingibt, kann man hier die ganzen Befehle alle mal einzeln abrufen. Je nachdem, ob ihr Admin seid oder Moderator oder sonst was, kann das sein, dass die Seiten weniger werden. Oder wenn ihr mehr Plugins installiert habt, können die auch mehr werden. Ja. Das ist eigentlich alles. Da werden wir hier mal den Server mal verlassen. Und jetzt würde ich euch noch zeigen, wie man diesen Server dann auch online bekommt. Deswegen werden wir den hier mal stoppen.
Ja, das dauert eine Weile. Und ja, wo muss ich jetzt hin? Als nächstes wollte ich euch zeigen, wie man das zum Beispiel auf einer Fritzbox einschaltet. Dazu brauchen wir aber noch mal die Server Properties, weil wir diesen Port jetzt hier brauchen. So, den habe ich mir in Zwischenablage gespeichert. Auf der Fritzbox, das ist meine, kann bei euch etwas anders sein. Ansicht Experte einschalten und unter Internet gibt es hier die Freigaben. Nun braucht ihr aber erstmal noch die IP-Adresse eures Rechners, wo ihr gerade dran sitzt. Und die ruft man auf, wenn man die Windows-Taste und R drückt, kriegt man hier so einen Ausführendialog. Und da gibt man einfach CMD ein und drückt Enter. Dann haben wir hier ein Windows-Zeichen und da geben wir IP-Config ein. So, und da wir hier an einem LAN-Port sitzen, haben wir hier unter IPv4-Adresse unsere IP-Adresse, die wir hier in der Portfreigabe eintragen müssen. Und da gehen wir hier in die neue Portfreigabe. Hier ist der Computer schon drin, da er ja mit verbunden ist. Und hier will ein HTTP-Server freigegeben werden. Und da geben wir hier andere Anwendungen an. So, TCP ist schon in Ordnung von Port. Da muss man hier den Minecraft-Port eingeben. BIS-Port braucht man nicht eingeben, nur der Minecraft-Port wird freigegeben. Und der Port geht an den Minecraft-Port. Ihr bezeichnen könnt ihr zum Beispiel MC Server eintragen. Und auf OK drücken. Jetzt ist der hier mit aktiv gekennzeichnet. Und wenn ich in der Übersicht gehe von der Fritzbox, zeigt er mir auch meine öffentliche IP-Adresse an. Das ist jetzt meine öffentliche IP-Adresse, die vom Internet erreichbar ist. Und die kann ich jetzt, wenn der Server läuft, muss ich den nochmal starten, kann ich diese Adresse jetzt auch in meinem Minecraft eingeben. Diese brauchen wir auch nicht mehr, können wir zumachen. Unter Multiplayer, Direct Connection und da kann ich jetzt meine offizielle IP-Adresse eingeben. Und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, müsste er über das Internet auch auf meine Welt kommen. Wer auf dem, wie man sieht, es läuft. Wer auf seinem Router nicht zugreifen kann, wie ich das hier kann, also weil eure Eltern eventuell diese Fritzbox verwalten und euch da nicht das Admin-Passwort von der Fritzbox geben wollen, dann müsst ihr leider Hamachi benutzen. Und im Hamachi-Server müsst ihr dann in der Server-Properties hier unter IP eure Hamachi-IP eintragen, die ihr gerade habt. Und sonst weiß niemand, wo der Server eben ist, wohin er verbinden soll. Und die offizielle IP-Adresse von der Fritzbox, also vom Internet, kann man auch noch abrufen über myip.is im Browser. Da ist auch meine offizielle IP-Adresse, die ich im Moment habe. Ich bin bei der Telekom. Zeigt mir alles an. So, mehr kann ich euch über Bucket erstmal nicht erzählen. Hat lange gedauert. Und ja, ich denke mal, ihr könnt euch demnächst einen eigenen Bucket-Server aufmachen.
viel Freude wird er nicht haben, wenn er mit mehr als 4 Personen auf einen 4 GB-Rechner spielen tut und vielleicht noch Minecraft laufen habt, eventuell auch noch Fraps starten wollt. Ja, damit verabschiede ich mich und wünsche viel Spaß und Tschüss.